Arnstein Enterprises macht keine Geschäfte mit China. Wie kommst du eigentlich dazu, dich so aufzuspielen? Du gibst doch jetzt nicht klein bei. Ich werde ihn in Sicherheit wiegen. Deine Ideen sind richtig. Wir können es zusammen schaffen. Sebastian und Tanja wollen den Deal mit den Chinesen anscheinend doch noch durchziehen. Das hier ist nicht so, wie es aussieht. Doch. Du hast mir am Kreuz unseres Vaters ins Gesicht gelogen. Ihr wollt einen Kampf mit allen Mitteln? Den könnt ihr haben. Ihr werdet deinen Job für mich erledigen. Ich bin raus. So einfach ist das nicht, mein Lieber. Glaubst du, kannst du es an den Bullen verpfeifen? Und dann einfach fröhlich so weitermachen wie bisher? Wir ziehen das Ding mit Mütze durch, ein letztes Mal. Tut mir leid, dass ich hier reingezogen habe. Wir sitzen hier echt wie auf dem Präsentierteller. Mit 500 geklauten Handys im Kofferraum. Ist das nicht Helmke? Was macht denn der hier? Dann sind das alles seine Zivilkollegen. Die sind wegen uns hier. Das ist eine Falle. Scheiße, Helmke kommt immer näher. Fahr los. Mann, das ist ein Zufall. Er will nichts von uns. Ja, klar, der ist super zufällig hier, so wie seine Zivilkollegen. Die warten nur auf den Bus, oder was? Ich bin gar nicht sicher, dass das Bullen sind. Was? Natürlich, guck doch mal genauer hin. Die sind total auffällig, unauffällig. Gucken sich alles an, die Uhr, die Schuhe, nur nicht zu uns. Ja, aber warum sollte Mütze uns ausliefern? Ja, warum, warum? Du hast deine ganze Bande ans Messer geliefert. Die sitzen deinetwegen im Knast, darum. Und jetzt fahr endlich los. Mann, der schmeißt doch nicht 50.000 weg, nur um mir ans Bein zu pissen. Ich weiß nur, dass Helmke jetzt keine 30 Meter mehr entfernt ist, also fahr endlich los. Mann, wir können jeden Augenblick verhaftet werden, ist dir das klar? Wenn Bella und Charlie das mitkriegen, dann sind wir geliefert. Was glaubt Hagen eigentlich, dass er der Oberpfadfinder ist, der bestimmen kann, wann die Kleinen das Licht ausmachen? Kannst du mal die Klappe halten? Ja, natürlich ein Missverständnis. Mein Bruder Hagen dachte, dass wir es nicht mehr rechtzeitig zu euch ins Ministerium schaffen. Dann hat er den Termin abgesagt. Aber bitte, Wolfgang, wie lange kennen wir uns jetzt? Warum sollte ich dich anlügen? Was denn jetzt? Komm schon, die Chinesen warten, wir müssen los. Ich muss dir doch nicht erst erklären, wie immens wichtig es für die Zukunft von LCL ist, dass wir uns heute noch mit Herrn Fong und seinen Beratern treffen. Ja, wie, was heißt hier ab? Wie zu spät? Der Empfang ist doch erst in einer halben Stunde. Lass mich mit ihm sprechen. Kannst du dich beruhigen? Ja, Wolfgang, ich bin noch da. Was heißt denn hier beruhigen? Wenn wir die Chinesen nicht treffen, dann können wir das ganze Asien-Geschäft absagen. Was soll das denn heißen? Wie bitte? Was? Was sagt er denn? Unsere Plätze sind bereits vergeben, dank Hagen. Dann soll er einfach zwei Stühle dazustellen. Tanja, dieser Empfang ist kein Schultheater. Und jetzt bitte, tu mir den Gefallen, ja? Ja, ich kann es eh nicht mehr hören. Du hast ja so wichtige Bekannte im Ministerium. Was? Ach, nichts. Das war nur ein kleines Problem mit meiner Sekretärin. Wolfgang, weiß ich doch, dass du im Stress bist. Aber sag mal, hast du zufällig eine Ahnung, wo diese Chinesen noch hingehen nach dem Empfang? Na klar, du hast deine Vorschriften. Aber sag mal was ganz anderes. Dieses Kanalprojekt in der Nähe von Bombay, Kalkutta, sag ich doch. Bist du da noch dran? Natürlich interessiert mich das. Das weißt du doch. Ja klar, ich kenne die Vorgeschichte, aber glaub mir, ich kann sie nicht oft genug hören. Ich hoffe, wir haben alles. Ansonsten gibt es doch in der Nähe von der Hütte bestimmt irgendwo einen Supermarkt, meinst du? Also wir könnten diese frische Pasta machen. Dann brauchen wir nicht so viele Töpfe und wenn es auf der Hütte keine Spülmaschine gibt, dann können wir einfach mit der Hand spülen. Okay, ich kann das nicht. Was, mit der Hand spülen? Das hier alles. Mit dir und Ricardo wegfahren und so zu tun, als wäre es das Normalste der Welt, obwohl ich ganz genau weiß, dass Hagen in deinem Kopf noch rumspukt. Was ist zwischen Hagen und dir passiert? Nix. War nicht da. Auf dem Sprungturm. Weißt du, im Schwimmbad, da, wo wir damals in euer neues Leben gesprungen seid? Ja. Und als ich da oben alleine stand, da ist mir einfach klar geworden, es ist vorbei. Und ich muss mich endlich damit abfinden. Aber jetzt ist er doch wieder da. Das hat doch was zu bedeuten. Ja, das bedeutet doch was. Nämlich, dass ich vielleicht endlich mal wirklich abschließen kann. Die Liebe deines Lebens. Sowas kann doch nicht ablaufen wie irgendein so ein dämlicher Kiwi-Joghurt. Als ihr geheiratet habt, weißt du noch, wie glücklich ihr da wart? Ich bin glücklich mit Ricardo, kapiert?
sicher, dass uns niemand verfolgt hat? Ja, ich war ja viel zu schnell und deine Bullen haben ja auch nicht reagiert, als ich vorbeigerast bin. Was hätten sie auch machen sollen? Sich etwa vor den Wagen schmeißen oder am besten gleich scharf auf uns schießen? Naja, ein bisschen mehr Action hätte ich mir schon gewünscht. Aber wenn sie auf den Bus warten müssen... Die Ware kann jedenfalls nicht in dem Wagen bleiben. Was ist, wenn der geklaut ist? Die Bullen brauchen doch nur das Nummernschild zu überprüfen und schon haben sie uns an den Eiern. Unsere Fingerabdrücke sind überall auf dem Auto. Uns fällt schon was ein. Und was? Willst du nicht aufmachen? Oh Mann, wie blöd kann man auch sein? Mütze ist Handy. Sauber, orten sie uns bestimmt schon. Warum sollen die uns orten, wenn sie uns nicht verfolgen? Der Wagen muss jedenfalls weg, sofort. Und wohin soll die Ware? Na, wir müssen sie verstecken, an irgendeinem Ort, wo keiner danach sucht. Meinetwegen, verstecken wir die Ware in meinem Zimmer. Was? Auf gar keinen Fall bei uns in der Wohnung. Ich will die anderen da noch nicht mit reinziehen. Und außerdem wohnt Helm hier genau gegenüber. Hast du eine bessere Idee? Ach, ich soll mir was einfallen lassen, nachdem du mich in diese ganze Scheiße erst reingezogen hast, ja? Ich bieg das irgendwie hin. Warte, genau davor habe ich ja Schiss. Dein Hinbiegen hat bisher alles nur noch schlimmer gemacht. Wir müssen uns einfach noch mal mit Mütze treffen. Wie bitte soll ich ihn erreichen, wenn du Flitzpiepe sein Handy zerstörst? Komm mit, ich habe eine Idee. Das ist ja ungeheuerlich. Wolfgang, ich sag dir was, wenn du das so umsetzt, du hast meinen absoluten Respekt. Ja. Du, ich muss jetzt auch langsam Schluss machen. Ach, was die Chinesen angeht, mal sehen, vielleicht habe ich ja Glück und treffe sie noch in der Stadt. Nein, Wolfgang, das musst du nicht. Nein, du musst mir nichts sagen. Ich will dich auf keinen Fall in Schwierigkeiten. Wie heißt der Laden? Shishi? Nö, mir gehört. Natürlich habe ich den Namen nicht von dir. Ja. Ich danke dir, du hast auf jeden Fall einen gut bei mir. Also, ja, müssen wir auf jeden Fall. Genau, ist lange her. Genau, ja. Ja, Wolfgang, okay. Ja, tschüss. So schlecht? Oder hatten die Chinesen doch keine Lust mehr auf euch? Wie bedauerlich, vielleicht hätte ich Hagen doch nichts von euren Plänen erzählen sollen. Bedauerlich ist nur deine unerträgliche Dummheit. LCL hat die Chance, auf dem asiatischen Markt Fuß zu fassen und enorme Gewinne einzufahren. Und du hast nichts Besseres zu tun, als uns zu verpetzen? Soweit ich weiß, ist Hagen der Chef von LCL. Tristan, du weißt gar nichts. Genau wie Hagen. Er war vielleicht ein bisschen zu lange auf der Insel. Bei dir ist es unentschuldbar. Weißt du eigentlich, dass du mir dankbar sein solltest, weil ich hier bin, um dich zu warnen? Oder glaubst du etwa, Hagen weiß nicht, dass du das Problem bist? Du treibst einen Keil zwischen Sebastian und die Familie, zu der du übrigens nicht mehr gehörst. Und genau genommen hast du nicht einmal mehr Anspruch darauf, hier zu wohnen. Das sagst du mir. Ich frag mich nur, wie lange Hagen dich auf dem Schloss noch dulden wird. Schwing deinen Arsch hier raus, Tristan. Mir gerade erzählt, dass er eure Verabredung gecancelt hat. Ja, er muss irgendwie davon erfahren haben. Ich habe nichts gesagt. Ich weiß, dass du auf unserer Seite bist. Aber er hat nun mal seine Entscheidung getroffen. Willst du so einfach aufgeben? Jetzt ist Hagen der Boss. Wir müssen uns damit abfinden. Sag mal, kennst du zufällig einen Laden namens Shishi? Ja, den kenne ich zufällig. Willst du da hin? Kommt drauf an, was der Laden zu bieten hat. Der hat einiges zu bieten. Das Shishi ist ein Edelpuff. Kannst du anklopfen und warten, bis ich hereinsage? Hagen, ich habe angeklopft, und zwar mindestens dreimal.
Ich... Entschuldigung, ich... ich wollte dich nicht so anfahren, es tut mir leid. Schon in Ordnung. Ich wollte mal nachsehen, wie es dir geht. Ich habe viel zu tun hier. Ja. Du musst bestimmt eine Menge aufholen, bis du in der Firma wieder auf dem aktuellen Stand bist. Aber ich dachte, vielleicht solltest du einen Gang zurückschalten? Nicht gleich wieder Vollgas geben. Fahr ein paar Tage weg oder so. Auf eine einsame Insel vielleicht? So habe ich das doch gar nicht gemeint. Ich war viel zu lange weg, Marlene. Wird Zeit, dass ich wieder richtig ankomme. Fertig. Haben wir alles? Ja. Hm? Ja, bis auf eine Klitzekleinigkeit. Unseren Sohn, Rabenmutter. Au, ah. Ich geh ihn holen. Wenn wir Glück haben, schläft er noch. Hallo. Hagen. Hey. Ja, komm noch rein. Ja, ihr verreist. Das Geschenk vor einer Gewalthütte. Ja. Nur für ein paar Tage. Klingt gut. Ich komm mit. Das geht nicht. Wieso? Ich habe ihn so lange nicht gesehen. Er ist mein Sohn. Ja, aber das ist das Geschenk von Ricardo, der Mann, mit dem du dich gestern auf meiner Geburtstagsparty geprügelt hast. Eben. Wird Zeit, dass wir uns besser kennenlernen. Hagen, bitte. Nein, ich komm mit und das wird friedlich und harmonisch. Ehrenwort. Das kann gar nicht gut gehen. Einfach ganz ruhig bleiben, locker sein und lächeln. Sag was, Schweigen ist auffällig. Alter, du bist ein Vollidiot und glaub ja nicht, dass ich mich von dir noch mal in irgendwas reinziehen lasse. Ja, ich habe auch gehört, dass das Wetter gut wird. Andi? Was machst du schon wieder hier? Hey, ich wollte nach dir sehen. Hab dich vermisst. Oh, wie süß. Und jetzt nochmal, warum bist du hier? Ach, das habe ich doch gerade gesagt. Ja, du hast mich vermisst und so, schon klar, aber du kannst es mir ruhig sagen, ich weiß es eh schon. Na, kaum hast du dich mit Sascha vertragen, hilfst du ihm schon wieder aus der Patsche, oder? Herr Geller, Herr Andi, was machst du denn hier? Na, ich helfe Sascha ein paar Sachen tragen. Ach, das sind ja schon die Applikationen, mit denen habe ich ja noch gar nicht gerechnet. Moment mal. Bist du denn so nervös? Rebecca, Moment. Nein, da sind ja Elektronikteile drin und die sind für mich. Hat Sascha wieder einen Dummen gefunden, der ihm bei der Arbeit hilft? Genau, der kommt alleine nicht klar. Komm, wir müssen fertig werden. Na, du hättest es beinahe vermasselt. Was, hier? Dafür ist das Versteck viel zu unsicher. Ach was, ich habe ein paar Tage hier zu tun und die Lernsteine gucken sicher nicht unter eine dreckige Plane. Was ist denn mit den ganzen Mitarbeitern? Froh, wenn Feierabend ist. Hoffentlich meldet sich Mütze bald. Und wenn es nur Rauchzeichen sind, aber wir müssen das Zeug so schnell wie möglich loswerden. Ich weiß jetzt, wer uns an Hagen verpfiffen hat. Tristan. Ich vermute, er hat uns die Nummer mit der Oper nicht abgekauft. Tristan war eben hier. Er hat es nicht nur zugegeben, nein. Er hat mich auch vor Hagen gewarnt. Nein, er hat mir sogar gedroht. Tanja, jetzt vergiss die beiden doch mal. Die haben ohnehin bald ausgespielt. Hm? Was redest du da? Die beiden vermasseln uns das Geschäft unseres Lebens, pfeifen uns zurück, als wären wir Jugendliche, die beim Rauchen erwischt wurden. Und wir sollen die Sieger sein? Ja. Weil ich mich nämlich gleich noch mit den Chinesen treffen werde. Mein ach so unwichtiger Bekannter im Ministerium hat mir einen kleinen Tipp gegeben, wo ich die Chinesen nach dem Empfang noch antreffen kann. Gib mir ein paar Minuten, ich gehe kurz ins Bad. Nicht nötig, ich muss da sowieso alleine hin. Nein. Nein, ich komme mit und unterstütze dich. Tanja, im Shishi ist nur eine ganz bestimmte Sorte von Damen erwünscht. Und du gehörst garantiert nicht dazu. Versteh mich bitte nicht falsch. Ich finde das super, dass du dich mit Ricardo vertragen willst. Es geht auch um Maximilian. Ricardo hat mir diese Reise geschenkt.
Kannst du dir vorstellen, wie es für ihn ist, wenn ausgerechnet du mitkommst? Ich meine, wir waren mal verheiratet. Waren? Du hast dich deutlich für ihn entschieden, oder nicht? Ja. Na ja? Dann hat Ricardo ja keinen Grund, um eifersüchtig zu sein, oder? Kannst du mir garantieren, dass es zwischen euch beiden nicht mehr zum Streit kommt? Ich meine, muss ja nicht mal von dir ausgehen. Natürlich kannst du es nicht. Und deswegen kommst du nicht mit. Klar? Ui, da hat aber jemand richtig gute Laune. Darf ich? Bitte. Klar. Willst du es dir nicht doch noch mal überlegen? Wir machen Urlaub und Hagen kümmert sich um den kleinen Quengelpott. Du hast dich doch sowieso schon entschieden. Du willst Ricardo. Also lass Hagen ruhig mitkommen. Sie in einer Stunde ins Shishi. Ja, mit CH. Sie sehen sich ein wenig nach den Damen um und wir beide treffen uns dann an der Bar. Gut. Ich muss los. Warte. Wie gesagt, ich komme mit. Ach, Tanja, ich hab's dir doch schon erklärt. In diesem Etablissement legt man keinen Wert auf Damenbesuch, weil es da nämlich schon genug Damen gibt, die auf Kundschaft warten. Wir schmieren den Türsteher. Ich halte mich ganz dezent im Hintergrund auf. Und wenn du Unterstützung brauchst, gib's mir einfach ein Zeichen. Du traust es mir nicht zu, dass ich Hunfeng von unserem Konzept überzeuge. Doch. Doch, das traue ich dir sogar absolut zu. Aber du hast keine Ahnung von Mode. Du brauchst mich als Fashion-Expertin. Ich will ja auch erstmal nur ein generelles Interesse wecken. Um die Details kümmern wir uns später. Hast du schon eine Ahnung, wie du mit denen in Kontakt treten willst? Alles geregelt, mach dir keine Sorgen. Oder hast du etwa Angst, dass ich mit jemand anders in Kontakt treten könnte? Das wäre deine Sache. Mir geht's ums Geschäft. Mir auch. Tanja, bitte vertrau mir. Ich werde mit Hunfeng und seinen Beratern ins Gespräch kommen. Ich werde dein Geschäft mit ihnen abschließen. Lass mich mal machen. Es steht wirklich viel auf dem Spiel, Sebastian. Das weiß ich. Und deshalb muss ich jetzt los. Auch wenn das jetzt wahrscheinlich eine total blöde Idee ist, aber wenn es hier wirklich nur um Maximilian geht, dann komm halt mit. Du wirst immer die Frau meines Lebens sein. Ich hab's dir damals gesagt bei unserer Hochzeit. Auf dem Sprungturm. Auf der Insel habe ich es dir jeden Tag gesagt. Bitte, Hagen, ich... Auch wenn du es nicht hören konntest. Sag das nicht. Ich hab dich verloren, ich weiß. Du bist jetzt mit Ricardo zusammen. Ich muss lernen, eure Beziehung zu akzeptieren. Wegklopfen kann ich ja nicht. Dafür seid ihr mir zu wichtig. Du und Maximilian. Ich kümmere mich um den Jungen. Ich werde alles dafür tun, dass wir wirklich, wirklich eine schöne Zeit haben werden. Als Familie. Ich muss erst mit Ricardo sprechen. Ja, mach das. Hallöchen. Darf ich vielleicht behilflich sein oder was Gutes tun? Was Gutes tun? Später vielleicht, ja? Okay, bis später vielleicht.
Hallo, könntest du schon was trinken sehen? Ja, ein Wasser. Ich auf der Couch. Prost, Partner. Auch eins? Im Kühlschrank ist genug. Wie hast du mich gefunden? Mein Handy. Hier habe ich das letzte Signal empfangen, als ich es geortet habe. Wie bist du hier reingekommen? Durch die Tür. Deine Mitbewohnerin hat mich reingelassen. Ich habe ihr erzählt, dass ich ein guter Kumpel von dir bin. Und dass du erlaubt hast, dass ich hier auf dich warte. Wie schlecht, die Blondine. Naja, wenn auch nicht so heiß wie deine Bella. Was willst du? Ach, wenn du nichts dagegen hast, dir ein bisschen die Fresse polieren. Wir hatten einen Übergabetermin vereinbart, aber er war nicht da. Wir waren da. Ich lass mich nicht verarschen, Alter. Wir lassen uns auch nicht verarschen. Du hast uns da doch die Zivilbullen auf den Hals gehetzt. Zivilbullen? Wovon redest du, verdammt? Ich will jetzt meine Ware zurück. Also, wo ist sie? Das kann ich dir nicht sagen. Mach dein verdammtes Maul auf. Nur du brauchst ein neues Passbild, ich schwöre. So, Sir. Das war's dann auch schon. Schönes Wochenende. Dankeschön. Tschüss. So, ich bin hier fertig. Ich muss mich noch kurz umziehen und dann können wir los. Ja, es gibt da nur noch so eine Sache. Du hast Stress mit Jessie und sie will nicht mitkommen? Nein. Jessie sitzt unten im Auto. Hm? Neben Hagen. Hagen. Ja. Er wollte Zeit mit seinem Sohn verbringen. Und sich mit dir aussprechen. Ausgerechnet auf unserem Ausflug. Gestern hat er mich noch so provoziert, dass wir uns geprügelt haben. Er bereut es. Hm. Wenn du nicht willst, dass er mitkommt, dann sag's nur. Du willst, dass er mitkommt? Ja. Nein, ich will Mann. So kann's doch nicht weitergehen. Ich will, dass ihr klarkommt miteinander. Er ist und bleibt Maximilians Vater. Und damit musst du dich abfinden. Aber egal, wie du dich jetzt entscheidest, du bist und bleibst der Mann, den ich liebe. Also, wenn du willst, dann gehe ich jetzt runter und sag ihm, dass er das Auto verlassen soll. Wenn es dir so wichtig ist, dass er Nein. Wenn es ihm so wichtig ist, mitzukommen, dann soll er meinetwegen mitkommen. Aber wenn uns das Benzin unterwegs ausgeht, dann nimmt er den Kanister in die Hand und läuft zur nächsten Tankstelle. Und wenn es die Lebensmittel ausgehen... Dann geht er zum Supermarkt. Egal, wie weit er weg ist. Und wir genießen unseren Urlaub. Spinnst du, den Typ hierher zu bringen? Es ging nicht anders. Nütze! Alles klar? Ja, nichts ist klar. Glaubt ihr, Flitzpiepen, ihr könnt mir auf der Nase rumtanzen? Warum seid ihr von der Übergabe abgehauen? Wir hatten keine andere Wahl, da waren Zivilbullen. Zivilbullen, ja? Das Märchen hat er mir auch schon aufgetischt. Das Problem ist nur, dass ich euch kein Wort glaube. Scheißegal, was du glaubst oder nicht. Du hast ein gewaltiges Problem, mein Freund. Ach ja? Willst du mir drohen? Soll ich dir gleich hier eine verpassen? Spar dir das für deine Deppen. Einer von denen hat mit den Bullen geredet. Ich traue meinen Leuten. Im Gegensatz zu euch. Ist mir scheißegal, wen du traust. Du kannst vom Glück reden, dass wir deine Ware gerettet haben. Wo ist sie? Sie ist hier. Ja? Und bevor du sie kriegst, wäre das eine kleine Sache. Ich will die Kohle zurück, die wir im letzten Deal verloren haben. Was wird das denn?
Was kann ich dafür, wenn ihr so blöd seid, euch erwischen zu lassen? Warum sollte ich euch auch nur einen müden Cent geben? Ich lass dich hochgehen. Ja, dann bist du mit dran. Du weißt, dass wir die Bullen auf unserer Seite haben. Wie viel? 8000. Kann ich dir was Gutes tun? Ah, später, später. Oh, Entschuldigung. Upsala. Lassen Sie nur. Alles schon okay. Es reicht, es reicht. Danke. Hallo, Moment. Das ist bestimmt zu mir, oder? Dürfte ich mal kurz in Ihre Innentasche greifen? Wie bist du denn, Hauptvogel? Ich glaube, Sie haben da gerade etwas an sich genommen, was nicht Ihnen gehört. So, wie wollen wir das handhaben? Polizei oder verschwinden Sie freiwillig? Ich nehme an, das ist Ihre. Ja, das ist meine. Der Herr war mir schon den ganzen Tag einmal aufgefallen. Es gibt leider immer wieder solche Menschen, aber es ist ja noch mal alles gut gegangen. Schön war. Mein Herr, bitte bleiben Sie. Seien Sie mein Gast. Sie haben mir den Abend gerettet. Vielen Dank, aber ich möchte wirklich nicht stören. Bei uns sagt man, Höflichkeit ist eine Münze, die nur dem bereichert, der sie ausgibt. Kommen Sie, bereichern Sie mich. Trinken Sie ein Gläschen mit uns. Bitte. Bitte setzen. Oh, guten Abend. Guten Abend. Danke. Darf ich Ihnen noch was zu trinken bringen? Gern. Was trinken die Herren? Reiswein. Ja, ja. Reiswein. Ja. Also, ich find's gemütlich. Ja, gemütlich klein, ne? Klein, aber dein. Dämlicher Spruch. Ist der ganze Matsch vorm Haus. Guck mal deine Schuhe an. Ricardo hat doch gesagt, es ist ländlich. Und... Ja, aber nicht, dass es am Arsch der Welt ist. Das ist ganz schlecht vom Kurvenfahren. Komm, Maxi, wir gucken mal, ob es eine Dusche gibt. Netter Kamin? Ich wusste, dass es dir gefällt. Was hast du denn damit vor? Holzhacken. Ja. Vor der letzten Kiste wollen wir die Kohle sehen. Warum redest du denn ständig von wir? Also ich will, dass der Kerl verschwindet. Ich auch. Aber mit 8000 weniger in der Tasche. Nein, Sascha. Er wird dir die Kohle nicht geben. Hast du seinen irren Blick nicht gesehen? Das mit dem irren Blick hat er ganz gut drauf. Aber wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen. Oh, jetzt redest du schon wieder von mir. Also bei mir hat's geklappt, okay? Ich bin eingeschüchtert, okay? Erstmal die Kohle. Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Pass bloß auf, Freundchen. Pass bloß auf, Freundchen. Das ist alles und dann rückt er einfach so die Kohle raus. Die ganzen 8000 Euro. Ich hab da noch was für euch. Keine einfache Sache, aber wenn alles glatt läuft, kassiert ihr groß ab. Und eure Rente ist sicher. Kein Interesse. Du scheinst noch immer nicht zu kapieren, mit wem du es hier zu tun hast. Du scheinst nicht zuzuhören. Wir sind raus, wir haben keinen Bock mehr, keinen Scheiß mehr, klar? Wir sehen uns noch. Verlass dich drauf.
das gerade dein Ernst? Keine krummen Dinger mehr? Tut mir leid, dass ich dir eine vorzeitige Rente vermasselt habe. Dafür haben wir jetzt 8000 Euro, die wir Emilio und seiner Mutter schicken können. Ey, wenn ich das Emilio erzähle, der küsst mir die Füße. Oder irgendwas ähnliches. Das Holz ist nass, das geht so nicht. Dann bin ich Feuerentzünder oder irgend sowas. Das geht auch ohne. Sonst hätte ich auf der Insel keine zwei Tage überlebt. Wir sind gerettet, Hagensohn Crusoe sei Dank. Da drin ist eine Spinne, die ist so groß wie ein Suppenteller. Schläft der Kleine noch? Ja, dem scheint es nichts auszumachen, dass hier alles rumkriecht. Habt ihr Hagens Blick gesehen? Ich glaube, der ist das arme Tier bei lebendigem Leib. Kannst du bitte mal aufhören, ihn zu provozieren? Stimmt. Sonst kommt er noch und beißt mir ins Bein. Aber sag mal ehrlich, findet ihr nicht auch, dass unser kleiner Graf ein bisschen dick aufträgt? Hm? Achtung! Oh, danke, du bist unser Held. Was würden wir nur ohne dich tun, Hagen? Wenn du ein Problem hast, dann sag's. Also, ich habe eigentlich kein Problem, außer deiner ständigen Angeberei mit deinem kleinen All-Inclusive-Inselabenteuer. Willst du wissen, was ich noch so alles gelernt habe auf meinem Inselabenteuer? Sag mal, sind wir hier eigentlich im Kindergarten oder was? Lass sie doch. Was raus muss, muss raus. Halt du dich da raus, klar? Hello, Sunshine. Wir sind sehr froh, dass wir jetzt hier sind und nicht mehr auf unserem Empfang. Was ist denn der Empfang? Chinesische Delegation. Aber unwichtig. Es war, wie sagt man hier, sehr öde. Woher sprechen Sie eigentlich so gut Deutsch? Ich bin oft in Deutschland, als Berater in Wirtschaftsfragen. Ich habe hier studiert, Heidelberg. Ah, schöne Stadt. Bei uns im Management sitzen auch einige, die haben dort studiert. So die Jungs mit guten Ideen. Jetzt wird das mal angestoßen. Auf Ihre Heldentat. Gambe. 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 Trinken Sie, Herr. Wie unhöflich von mir. Sie retten meine Brieftasche und ich weiß nicht mal Ihren Namen. Sebastian von Lahnstein. Meine Familie leitet ein nicht ganz unbedeutendes Modeunternehmen hier in Düsseldorf. LCL. Vielleicht haben Sie schon davon gehört? LCL? Ja, ist mir bekannt. Wie es der Zufall so will, wir überlegen tatsächlich gerade nach China zu expandieren. Mein Freund, bei Tag kümmern wir uns um die Geschäfte und bei Nacht um die Liebe. Und ich liebe deutsche Frauen. Ja. Entschuldigen Sie bitte. Da muss ich ran. Eine deutsche Frau. Was gibt's denn? Na, ich wollte nur mal horchen, wie es so läuft ohne mich. Nicht so gut, wie ich es mir vorgestellt hatte. Wie kommt es, dass wir uns hier noch nie gesehen haben? Oh, ich weiß es nicht. Ich brauche hier wohl noch etwas Zeit. Zeit wofür? Ich dachte, du trägst dir dein Anliegen vor und verschwindest gleich wieder. So einfach ist das nicht, Tanja. Das wäre unhöflich. Ich muss jetzt erstmal Hunfongs Leben bereichern. Was soll denn das heißen? Habt ihr schon über das Geschäft gesprochen? Anja, eins kannst du mir glauben. Mit diesen Herren steht im Moment nicht der Sinn nach Geschäften. Ich muss Schluss machen. Ich melde mich nochmal, ja? Warte, jetzt liegt bloß nicht. Hier geht's durch. Komm. Mal hören sollen. Die wollte mir am liebsten gleich durchs Telefon die Füße küssen. Na, lieber durchs Telefon als in echt. Ja, als ich ihm erzählt habe, wie du das Geld gekriegt hast, da war er am Anfang erst ein bisschen sauer. Aber später war er dann auch beeindruckt. Einer meiner leichtesten Übungen.
echt Wahnsinn, wie du Witze diese Kohle aus dem Kreuz geleiert hast. Und dann auch noch so eine Menge. Kohle aus dem Kreuz geleiert? Ach, das war bloß so ein Typ bei unserem Burrito-Wagen. Burrito? Naja, der wollte halt eine Menge extra. Extra Gurke, extra Zwiebel, extra Guacamole und Käse. Da hab ich gesagt, hey Kumpel, kostet auch extra. Ja, genau. Wie viel hat er hingelegt für seinen extra Burrito? 10 €. Eine Menge Holz für so ein kleines Teigding. Naja, war auch jeden Cent wert. Davon gehe ich aus. Jungs, ich wünsche euch was. Tschüss. Ach, Sascha, hör mal. Du kennst doch diesen Marco Decker. Nennt sich Mütze. Ja, flüchtig. Wieso? Wir gehen davon aus, dass er der Kopf der Hehlerbande ist, die wir neulich mit eurer Hilfe haben hochgehen lassen. Okay, kann sein. Aber warum fragst du? Ich gehe mal davon aus, dass er mit dir vielleicht ein Hühnchen rupfen will, nachdem du alle seine Leute verpfiffen hast. Sei mal ein bisschen vorsichtig. Bin ich. So einfach ist das. Oh Mist. Jetzt habe ich gerade nicht richtig aufgepasst, aber vielleicht machst du es nochmal aus, machst es wieder an. Und diesmal passe ich echt auf, ja? Könnt ihr nicht langsam mal aufhören mit diesem Kindergarten? Ich habe schon längst aufgehört. Gut. Also sonst packen wir nämlich jetzt das Auto und fahren. Also ich hätte nichts dagegen. Kannst du dich mal raushalten? Kannst du mal aufhören, deinen Frust an mir auszulassen? Ich kann nichts dafür, dass deine beiden Typen sich hier anmotzen. Das sind nicht meine beiden Typen. Männer, komm, sind sie im Wald, verhalten sich wie Primaten. Wie lange blinkt das Babyfon schon? Mein Freund, haben Sie schon eine Dame gebet? Nein. Noch nicht. Ich lade Sie ein. Sie lehnen hoffentlich nicht ab. Schöne Frau. Schöne Kleider. Oh, schöne Kleider. Wir bei LCL entwerfen auch ganz hervorragende Kleider. Und ich bin mir sicher, den chinesischen Damen würden unsere Kollektionen gefallen, wenn wir erst die ersten Flagship-Stores eröffnet haben. Mögen Sie die Frauen nicht oder ist es der Wein? Nein, der Wein ist wunderbar. Die Frauen sind auch sehr, ja, nett. Warum reden Sie dann wieder über das Geschäft? Trinken Sie. Und danach machen Sie mir die Freude und suchen sich eine Dame aus. Gang mir. Danke. Du musst nicht mehr suchen, Süßer. Ich bin Chloe. Hallo Chloe. Ich bin Hong Kong. Das war ja echt knapp mit Hemke. Ich dachte schon, das war's. Ja. So gesehen ganz gut, dass wir die Kohle nicht behalten. Sonst hätten wir ständig Mühe, es vor ihm zu verstecken. Naja, nicht nur vor ihm, sondern vor allem. Ich meine, du könntest den Bella nicht mal zum Essen einladen. Bei Emilio ist es echt am besten aufgehoben. Tut mir übrigens leid, dass ich dich Vollidiot genannt habe. Ist okay. Ich hab's ja verdient. Ich hab uns die Scheiße erst eingebrockt. Aber dafür hast du es mit der Kohle wieder gut gemacht. 8.000 €. Plus die Kohle, die wir mit dem Burritos in den letzten Tagen verdient haben. Damit sollten wir einen lebenslangen VIP-Status im Bano haben. Hey! Hallo! Hey! Was ist denn hier passiert? Was soll passiert sein? Nichts? Du das, was ich denke? Ich glaube schon. Jungs, ihr habt aber nicht zufällig irgendwie die Friedenspfeife geraucht? Doch, sieht ganz so aus. Wir sind ja auch ein unschlagbares Team. Ja, das letzte Mal, als ihr was als Team gemacht habt, wurde mein Laden geschlossen und ich stand auf der Straße. Olli, daraus haben wir doch was gelernt. Wir machen nichts mehr Illegales. Versprochen. Wir sind jetzt ganz sauber. Wow, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Nein, oh, ihr habt euch vertragen. Mir kommen die Tränen. Ist ganz blass. Ich glaube, er hat Fieber.
Die Atmung ist unregelmäßig, Temperatur leicht erhöht und die Lymphknoten sind geschwollen. Lass bitte meine Tasche. Soll ich einen Krankenwagen rufen? Oh, einen Krankenwagen. Oh mein Gott, Maxi. Was gibst du ihm denn jetzt? Ein leichtes Steroid, das hilft ihm beim Atmen. Er verliert das Bewusstsein, wir müssen ins Krankenhaus. Gegen euren Reisweinjungs, aber was ist besser als guter Champagner, der perlt? Macht Lust auf mehr. Kellnerin, Champagner. Wie viele Gläser? Was machst du hier? Ich liebe deutsche Frauen. Vor allem, wenn sie so reizend sind wie sie. Das hast du süß gesagt. Du bist auch ein Schnuckel. Aber ob du so großzügig bist, wie Sebastian. Sie hatten also schon das Vergnügen mit der Dame? Mhm. Ja. Alle Frauen kennen Sebastian. Er ist so loyal und galant. Er ist Chef von LCL, wussten Sie das auch? Ach. Wir lieben diese Mut. Und dein hübsches Kleidchen? Auch von LCL. Aber jetzt werde ich mich erst um Sebastian kümmern, denn er hat mich schließlich gewählt. Mein Freund. Mein Freund. Wir haben den Abend zusammen verbracht, der Wein geteilt, zusammen gelacht. Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn... Was? Hunfong, ich... Ich habe nichts dagegen. Aber ich finde, wenn Sebastian dir den Vortritt lässt, sollte er was davon haben. Er hat mir ins Ohr geflüstert, dass er dir gerne seine Firma zeigen würde. Nun, wenn Sie wollen, Herr von Lahnstein, reden wir anschließend über Ihr Geschäft. Anschließend?